Der Müller-Milch-Geheimplan, wie die AfD an die Regierung kommt. Das bringt die CDU gehörig ins Schwitzen und wirbelt die ganze Republik durcheinander. Bleiben Sie dran, dann erfahren Sie, was die AfD dazu sagt. Das ist der Brennpunkt des heutigen Tages. Der Müller-Milch-Milliardär Theo Müller hat der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview gegeben und der Mainstream ist voll davon. Heute hat die Bild getitelt: Der Müller-Milch-Chef und der AfD-Machtplan. Da gibt es gleich auf Seite 2 einen großen Artikel und da erzählt er, dass er gut mit der Alice Weidel befreundet ist, sich ab und zu mal mit ihr trifft. Ja, der Theo Müller ist immer für eine Überraschung gut. Ja? Ja. 84 Jahre alt, aber gibt noch richtig Gas. Ja. Und du hast auch die Details, was er jetzt vorschlägt. Ja, und zwar schlägt er vor, dass die AfD in Sachsen eine Koalition mit der CDU eingehen sollte. Und als Dankeschön, dass die CDU eben diese Brandmauer niederreißt, könnte man ja der CDU den Ministerpräsidentenjob weiter überlassen. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag. Und Hintergrund ist auch folgender, Entschuldigung, der Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, ist im August 2021 in die Schweiz gereist, um Theo Müller den Sächsischen Verdienstorden zu verleihen. Und da soll es bereits Gespräche gegeben haben über eine Koalition mit der AfD. Und Theo Müller hat auch laut eigener Aussage in diesem Interview dem Michael Kretschmer geraten, die Koalition mit den Grünen aufzulösen. Ja. Naja, verständlich. Die Grünen in der BRD sind ja auch wahnsinnig und inkompetent. Ich meine, an der Sache ist interessant, dieser Theo Müller führt offensichtlich am laufenden Band Privatgespräche, heute würde man sagen Geheimgespräche. Privat gibt es ja nichts mehr, ist ja alles geheim. Ja. Und macht da so eine Pendeldiplomatie. Also er trifft sich mit der Alice Weidel am Genfersee oder am Zürichersee wohl eher. Und in Cannes hat er sich getroffen. In Cannes haben sie Kaffee getrunken, Cappuccino. Und dann hat er wohl auch einen Gesprächsfaden zu dem Michael Kretschmer, was du gerade gesagt hast. Man muss ja wissen, der Kretschmer macht immer im CDU-Maßstab relativ, ja, bodenständige, pro-deutsche, manchmal auch pro-russische Aussagen. Aber trotz allem koaliert er mit den schlimmen Grünen. Und da kommt jetzt der Theo Müller und sagt zu ihm, schmeiß doch die Grünen raus und mach's nur mit der SPD. Aber im Hintergrund ein Schlitzohr, SPD plus CDU in Sachsen hat nicht die Mehrheit zum Regieren, wäre also ohne die Grünen auf die Tolerierung durch die AfD angewiesen. Ja. Und da hat er wohl schon ausgelotet. Und wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, das Interview in der Neuen Zürcher, war der Kretschmer ja angeblich auch aufgeschlossen. Ja, und dann fragt man sich ja erstmal, warum mischt er sich in die deutsche Politik ein? Weil er ist ja eigentlich fast schon im Ruhestand. Er lebt am Zürcher See mit Blick auf den See. Und er erklärt das auch, dass er heimatverbunden ist. Und er hat auch schon, weil er seit 30 Jahren auch Mitglied der CSU ist, dem Markus Söder geraten, in Bayern zu bleiben und dort für gute Politik zu sorgen. Aber Markus Söder hat ja da ziemlich versagt. Das sagt er oder sagst du? Das sage ich, das interpretiere ich jetzt. Ja. Aber wenn ich sage hier Zitat, dann sage ich das schon. Und Zitat jetzt Theo Müller. Wenn ich böse sein will, sage ich, Deutschland ist das Land von Karl Marx und Friedrich Engels. Sozialismus und Ökologismus hätten den Staat in Beschlag genommen. So, dann sagt er weiter über seine deutsche Heimat, an der er nach wie vor stark hängt. Zitat. Das Drama fing mit Angela Merkel an. Der einstigen CDU-Kanzlerin verübelt der Unternehmer die Energiewende und den Ausstieg aus der Kernkraft. Noch heute wirft er ihr vor, jetzt wieder Zitat, Frau Merkel hat auch die Kontrolle über die Zuwanderung verloren. Für ihn schaut der deutsche Staat zu, wie millionenfach das Recht gebrochen werde. Schließlich habe laut dem Grundgesetz niemand einen Anspruch auf Asyl, der aus einem EU-Staat oder einem anderen sicheren Drittstaat einreise. Ja, genau. Also er setzt sich hier mit der Politik doch wirklich detailliert auch auseinander. Ich meine, was ja auch bemerkenswert ist, der Zeitpunkt. Ja. Ich meine, alle Welt geifert
Ja. Gegen die AfD, das absolut Böse, will Deportationen, will Wannsee-Konferenz, ja, sonst was anhängen. Und muss verboten werden, eigentlich Höcke die Bürgerrechte entziehen. Ja. Und in dieser Situation stellt sich der Theo Müller hin und sagt, ich will eine Regierung, wo die AfD mit drin ist. Und ich quatsch mit der CDU darüber. Also, da muss ich schon sagen, dazu gehört ordentlich Rückgrat. Ja, und er sagt auch weiter, er empört sich, steht hier, Zitat, trotzdem kommen Migranten ins Land, rufen Asyl und dürfen bleiben. Und wieder Zitat, die Deutschen sind ein Volk von 84 Millionen, sie können die Not der Welt nicht allein beenden und so weiter. Also er haut da ganz schön auf den Putz, muss man sagen, ja. Ja, du hast recht, der Zeitpunkt ist gut gewählt, gerade jetzt, wo das System, das Regime wirklich so erbarmungslos auf die AfD eindrischt. Jetzt wollen wir doch mal kurz einen der vielen, vielen Werbespots von Müller Milch noch anschauen. Na, oh, was zum Beißen, Meister. Hast ja echt lecker hier, Conny. Willst mal? Sau lecker. Müller Milchreis. Das habe ich ja total vergessen. Kann ich nochmal? Klar, mach leer. Dafür würde ich auch mal wieder heimkommen. Müller Milchreis. Immer wenn der kleine Hunger kommt. Alles Müller? Oder wer? Ein nicht von Müller Milch bezahlter Werbespot, den wir aber trotzdem bringen, weil auch an diesem Werbespot sieht man, der Mann ist irgendwie erdverbunden. Die Typen, die da auftreten oder der Typ, der da auftritt, ansonsten sieht man im Werbefernsehen nur Schwarze und Schwule. Und da ist jetzt so ein richtiger Cowboy mit Oberlippenbart. Ja, der ist zwar schon ein bisschen älter, wir haben ja einige angesehen, aber das stimmt. Also die sind noch, sagen wir mal, im Bereich der Normalität. Und dann haben wir noch eine Satire gefunden. Eine Satire, muss man dazu sagen, dass Elon Musk auch den Müller-Werbesong singt. So Elon, what's your response on the advertisers' boycott of X? Yeah, no, I don't care if any other companies advertise on X. Actually, all I care about is Müller Milch. Sorry, Müller what? Yeah, fucking Müller Milch. You know, Müller Milch, Müller Milch, Müller Milch, die schmeckt. Müller Milch, die weckt, was in dir steckt. What the hell are you talking about? Fuck Disney, fuck Apple, fuck Marvel. Give me a nice limited edition Zimtschnecke, Müller Milch. And I am good. We're even thinking about installing a special Müller Milch mini fridge in the new Cybertrucks. Also ja. Die Worte wurden ihm in den Mund gelegt. Ja, es ist eine Satire, ja. Aber vom Unternehmertypus sind die ja ähnlich, glaube ich. Der Elon Musk ist auch ein Macher, der nichts hält von dieser Planwirtschaft und dem Öko-Klima-Wahnsinn. Und da trifft er sich ja mit Müller. Aber ich glaube, sie haben sich noch nicht kennengelernt. Ja, und Grüne und Linke bundesweit rufen ja zum Boykott der Müller-Produkte auf. Nur mal ein kleines Beispiel. Hier, Linke Goslar boykottiert Müllermilch, auch die Angebote. Gerüchte sollen sich bestätigt haben, dass der Milliardär Theo Müller die AfD finanziell unterstützt. Tja. Ja, das ist gar nicht erwiesen. Das wird sich ja aus den Unterlagen der Parteispenden ergeben. Das ist nicht gesagt. Er trifft sich mit Alice Weidel und er führt offensichtlich diese Gespräche, auch mit den CDU-Großkopfeten. Ja. Und heute haben wir ja die exklusive Stellungnahme von Jörg Urban, dem Chef der AfD Sachsen, eingeholt zum Vorschlag vom Müllermilch, vom Müllermilch-Geheimplan. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, muss man vielleicht nochmal das Szenario klar machen. Die AfD ist in Sachsen laut Umfragen die stärkste Partei, 5% stärker wie die CDU. Die Ampelparteien kratzen an der 5%-Hürde, aber könnten es noch schaffen. Und was jetzt Theo Müller vorschlägt, ist, die AfD und die CDU bilden eine Regierung. Und um es für die CDU leichter zu machen, hat Theo Müller vorgeschlagen, obwohl ihr in dieser Konstellation der kleinere Partner wäret, soll euch die AfD den Ministerpräsidentenposten überlassen. Das ist sozusagen das Zuckerle für den Michael Kretschmer. Ja, aber damit bringt Theo Müller aus meiner Sicht die CDU ganz schön in die Bredouille. Weil wenn sie darauf eingehen würden, dann müsste die CDU ja Farbe bekennen. Und wenn sie eine Koalition mit der AfD machen, in welcher Konstellation auch immer,
dann wäre das das Todesurteil, das politische Todesurteil für den Michael Kretschmer, denke ich, weil dann doch der Druck von oben kommt, weil Friedrich Merz, da kommen wir gleich noch zu, kuschelt ja lieber mit den Grünen. Und ich denke, das wird sehr, sehr schwierig. Und ich meine, das würde doch die Demokratie gefährden. Wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt zum Beispiel sächsische CDU-Mitglieder sagen, nein, wir machen das, wir machen hier eine Koalition mit der AfD. Das gefährdet doch die Demokratie oder gar Volksentscheide, wie das die AfD fordert. Ist ja auch wieder die Demokratie gefährdet. Also Ironie, ja. Das neue 1933, ja. Gucken wir mal, was der Jörg Urban gesagt hat. Wir sind nicht die Mehrheitsbeschaffer für Herrn Kretschmer. Wenn wir hier in Sachsen stärkste Kraft werden als AfD, dann beanspruchen wir selbstverständlich die Regierungsbildung und selbstverständlich auch das Amt des Ministerpräsidenten. Die CDU ist eine Altpartei, genauso wie SPD, Grüne, Linke. Und wir werden in diesem Jahr daran arbeiten, dass diese Altparteien auf die Oppositionsbank in Sachsen kommen oder vielleicht sogar an der 5%-Hürde scheitern. Das ist eine ganz klare Aussage. Er lässt sozusagen den Theo Müller abblitzen und bürstet den Michael Kretschmer sowieso ab. Natürlich. So muss man sprechen, wenn man gewinnen will. Mhm. Da fängt man nicht an, rumzukompromisseln. Aber es ist vielleicht doch noch ein bisschen Musik drin. Haben wir nicht eine Wahlumfrage? Ja, wir haben hier die aktuelle Umfrage. Sonntagsfragen zur Landtagswahl in Sachsen vom 25. Januar. Ja, AfD bei 35%. Gut, CDU 30%. BSW werden 8% angeschätzt. Die Grünen bei 7%, die SPD bei 7% abgeschmiert. Ich meine, das Problem ist, die AfD ist zwar super stark und der AfD kann auch die absolute Mehrheit der Sitze noch winken, wenn sie über 40% oder 41% hat. Solange sie aber nicht 41% hat, solange es so bleibt wie jetzt, könnten die anderen sich zusammenschließen, also vom Kretschmer bis zur Wagenknecht, Grüne, SPD inklusive, und wären dann über den 35% von der AfD. Das ist die Problematik. Was ein Durcheinander. Wobei, du hast recht, die CDU kommt in Schwitzen, weil viele Anhänger werden Bauchschmerzen haben bei der Koalition mit der AfD, also dem Vorschlag von Müllermilch. Aber noch mehr werden Probleme haben bei der Koalition mit der Wagenknecht-Partei, denn immerhin war sie ja zumindest eine Kommunistin und Anhängerin auch der SED. Also da, ich glaube, wenn dann gewählt ist oder in der Hochphase des Wahlkampfs, dann wird die Diskussion nochmal völlig neu kommen. Und dann muss auch Jörg Urban aufpassen, dass er seine Truppenteile beieinander hält, denn im Angesicht einer möglichen Regierungsbeteiligung werden vielleicht manche seiner Abgeordneten sagen, wir verzichten auf den Ministerpräsidenten, Jörg Urban, du kannst nach Hause gehen, wir machen jetzt eine Regierung mit der CDU, weil dann kriege ich meinen schönen Ministerposten als AfD-Hinterbänkler. Mhm. Also da ist nicht nur für die CDU was zum Schwitzen dabei, sondern auch für die AfD. Und trotzdem sage ich, dass die Diskussion jetzt losgeht, dass der Theo Müller das gemacht hat, ist in erster Linie gut, weil die Dinge müssen in die Bewegung kommen. Und gerade jetzt in der Zeit der Verteufelung der AfD, des drohenden Verbotsverfahrens, ist es gut, wenn einer ganz verständlich sagt, warum denn nicht? Ja, nur ein AfD-Ministerpräsident in Sachsen hätte ja die Möglichkeit, zum Beispiel den Medienstaatsvertrag zu kündigen. Na? Und das würde wahrscheinlich ein CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer auch nach wie vor nicht machen. Es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Also gehen wir mal von so einer Konstellation aus. Ja. Ja? Die AfD 35, die CDU 30 sind zusammen 65. Das ist fast zwei Drittel Mehrheit. Warum sollen die nicht die Regierung bilden? Ja. So, normalerweise muss der Jörg Urban dann den Posten kriegen. Ja. Die CDU wird dann sagen, machen wir nicht, wir wollen den Posten, so wie der Theo Müller das vorgeschlagen hat. Und dann machen wir mit euch eine Koalition. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wenn nämlich gesagt wird, ihr kriegt nicht den Posten Ministerpräsident, wir kriegen nicht den Posten Ministerpräsident, wir nehmen einen, der weder der AfD noch der CDU angehört. Das ist clever. Und das könnte vielleicht
am Schluss Hans-Georg Maaßen sein. Ja. Der ja auch seine Partei vorbereitet, aber ich glaube, sie wird nicht fertig bis zur Sachsenwahl und wird jedenfalls keine 5% erreichen. Es bleibt spannend. Jetzt gehen wir aber mal zu dem jetzigen Chef der CDU, Friedrich Merz. Gibt Schwarz-Grün eine Koalitionschance? Also, wie gesagt, wer CDU wählt, wählt Grün. Also das ist ja praktisch, der Merz ist das Gegenteil von dem, was der Theo Müller vorschlägt. Der Theo Müller schlägt vor Schwarz-Blau. Und der Merz, der BlackRock-Kanzlerkandidat, schlägt eben vor Schwarz-Grün. Ja. Das ist das Gegenteil. Genau. Und es zeigt auch das, was du vorhin gesagt hast. Wenn jetzt der Kretschmer sich in diese Richtung dieses Müllermilch-Geheimplans bewegen würde, würde sofort der Merz eingreifen, so wie Merkel damals in Thüringen eingegriffen hat, und versuchen, das zu verhindern. Ja. Ah, so, und jetzt sagt Merz, er will wahrscheinlich wieder diese Schwarz-Grün-Koalition. Und der Auslöser steht ja hier als Zitat des Milchmilliardärs Theo Müller: Der Sozialismus und nun auch der Ökologismus haben das Land in Beschlag genommen. Das heißt, das ist ja ein Angriff auf die Grünen. Und der Friedrich Merz will eine Koalition mit den Grünen. Ja. Da passt nichts zusammen. Ja. Da passt überhaupt nichts mehr zusammen. Also die Dinge spitzen sich zu und jemand wie Theo Müller hat einen sehr guten ersten Schritt gemacht. Aber er wird noch weitere Schritte machen müssen, bis diese Bagage davongejagt ist. Ja. Ja. Ja, meine Damen und Herren, es bleibt also spannend in dieser Konstellation. Die AfD ist trotz der Hetze des versammelten Systems und angeschlossener Antifa-Gewalttruppen stabil, hält sich in den Umfragen prächtig, und das bringt die Regimeparteien ganz gehörig ins Schwitzen und ins Wanken. Und jetzt suchen sie alle Möglichkeiten. Kompakt TV bleibt immer für Sie am Ball. Wir haben die guten Nachrichten, die anderen verschweigen. Und wir wollen mit Ihnen zusammen feiern am Aschermittwoch. Nächste Woche, 14. Februar, der große Bauernaschermittwoch von Kompakt und Aufbruch Deutschland in der Nähe von Gera. Wir haben eine Halle für 1000 Leute. Und unser Ehrengast ist der verfemte Österreicher Martin S. Punkt. Trotz Einreiseverbot will er und wird er zu uns sprechen. Holen Sie sich die Informationen zu dieser Veranstaltung über die eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann erfahren Sie 48 Stunden vorher, wo dieser heißeste Aschermittwoch in der Republik dieses Jahr stattfindet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentieren Sie, liken Sie. Verteilen Sie dieses Video und morgen geht's weiter.